Ja, ich bin gerne morgens früh hier in der Altstadt von Rodos, weil es ist noch alles ruhig. Es sind kaum, eigentlich gar keine Touristen da. Die Leute machen so langsam ihre Läden auf und machen alles sauber und bereiten alles vor. Das ist für mich die schönste Zeit hier. Alles schön in Ruhe zu genießen. So, wie ich jetzt hier spazieren gehe, ist man früher auch schon spazieren gegangen. Nur da gab es keinen Tourismus. Und es hat sich hier getroffen, mit Leuten einen kleinen Plausch gehalten. Ist mit seinem Esel hier durch und hat bei dem Wasserhändler mal ein Glas Wasser gekauft, um seinen Durst zu löschen. Das ist die Kirche der Heiligen Maria von der Burg, eines der ersten Gebäude, die die Ritter hier gebaut haben in der Altstadt. Und das war im 14. Jahrhundert. 1522 ist diese Kirche dann zerstört worden bei einer Belagerung von den Osmanen. Sie war eine dreischiffige Basilika mit zwei Spitzbögen, die auf jeder Seite von vier Säulen getragen wurde. Die Reste der Kirche wurden damals von den Italienern teilweise restauriert. Heute ist das Gelände für jeden zugänglich. Und in unregelmäßigen Abständen finden hier Musikveranstaltungen statt. Hallo, moin. Hey, moin. Also, moin.
Aber das hatten wir schon mal zusammen. So, gerade beim Kokos jetzt Kaffee getrunken und jetzt sehe ich gerade vor mir so einen richtigen Barbie-Laden, einen Eisladen. Ich glaube, da gehe ich auch noch mal eben rein. Ja, Eis war echt super, ist halt ein Mädchenladen, aber Eis können auch Jungs essen. Wie war das jetzt hier lang, ne? Ich weiß es nicht. Ich stehe jetzt hier am Uhrenturm, kostet 5 Euro Eintritt pro Person, man bekommt aber auch noch ein Getränk dazu. Und da kann man auch innen hochgehen und hat einen wunderbaren Blick über die ganze Stadt. Und ja, den werde ich euch jetzt mal zeigen. Ursprünglich stand hier im 7. Jahrhundert ein Turm der byzantinischen Stadtbefestigung, der aber nach einer Explosion 1856 stark zerstört wurde. Man erkennt heute noch im unteren Teil, wie er einmal ausgesehen haben muss. Unter Fethi Pascha wurde dann der neue Turm auf den Resten des alten wieder neu aufgebaut und bekam eine Uhr, die die osmanische Zeit anzeigte und dessen Uhrwerk bis heute zuverlässig funktioniert. Man kann auch die 53 engen Stufen hinaufsteigen und wird durch die kleinen Fenster mit einem Rundblick über die Altstadt belohnt. Thank you.
Die Rezep Pascha Moschee ist eine von vielen Moscheen innerhalb der alten Stadtmauer von Rhodos und wurde 1588 eröffnet. Im Innenhof der Moschee befindet sich das Mausoleum von Rezep Pascha. Diese besondere Moschee ist eines der ersten Gebäude, das nach der Besetzung von Rhodos durch die Osmanen im Jahre 1522 errichtet wurde. Die strukturellen Details und die reiche Bemalung im Inneren machen sie zu einem einzigartigen Beispiel muslimischer Architektur auf der Insel. Jahrelang wurde sie vernachlässigt, bis Dezember 2011 ein Teil einstürzte. 2012 wurde dann die Genehmigung zur Restaurierung mit einem Volumen von 1 Million Euro freigegeben. Die vorherige Schätzung der Reparatur belief sich jedoch auf 2 Millionen. Vor dem Betreten der Moschee muss man sich waschen. Das heißt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch vorher das Gesicht und die Hände bis zu den Ellenbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Zudem werden vor dem Betreten der Moschee die Schuhe ausgezogen, die man am Eingang ablegt. Man betritt die Moschee immer erst mit dem rechten Fuß und verlässt sie mit dem linken. Über dem Eingangsportal befindet sich die Widmungsschrift von Rezep Pascha, die den Wunsch ausdrückt, dass der Raum eine Erhebung des Geistes anregen möge. Und nach dem Gebet geht es dann meist zum nächsten Kafenium. So, 9D-Kino, da wollte ich schon immer mal rein, aber hier ist ja immer so schönes Wetter, da geht man nicht unbedingt ins Kino. Heute ist es ein bisschen bedeckt und auch windig, deswegen passt es gerade. Und dann werden wir jetzt mal das 9D-Kino besuchen. Ich bin gespannt. So, das war jetzt mal richtig genial. Also 9D-Kino müsst ihr unbedingt mal machen. Da kriegt ihr so ein bisschen die Geschichte erzählt von Rhodos, wie das entstanden ist und so. Wirklich toll. Geht mal hier rein. Das ist direkt hier neben Starbucks in der Neustadt am Mandrakihafen. Am Mandrakihafen steht die Badeanstalt La Ronda von 1935, von den Italienern gebaut. Und da schauen wir uns mal an, wie das damals ausgesehen hat. Ja.
Ja, heute ist das nicht mehr so beschaulich wie damals. Heute sieht es eher aus wie eine Reihensiedlung am Strand. Und damals war ja auch hinter mir das Hotel Della Rose. Da war der Strand zu dem Hotel und zu diesem hier abgesperrt mit dem Zaun bis zum Wasser hin. Da konnte man also nicht rüber, weil das war wirklich ein eigener Bereich hier von dem von der Badeanstalt La Ronda. Das hinter mir ist eine Schule in der Neustadt, 1926 gebaut, aber eine Schule war es nicht immer. Es ist eigentlich gebaut worden als Kaserne für die italienische Armee und so sah das damals aus. Hier an einem großen Kreisverkehr in Rodderstadt steht die Statue von Diagoras, ein berühmter Faustkämpfer der Antike. Er war 464 vor Christi Olympiasieger und gewann auch viele andere Wettkämpfe. Er hatte zwei Söhne, die auch erfolgreiche Sportler wurden. Bei der Olympiade 448 vor Christi wurden beide Brüder am selben Tag Olympiasieger. Nach der Überlieferung starb Diagoras an dem Tag, als seine Söhne ihren Vater auf den Schultern durch das Stadion trugen. Und genau diesen Moment zeigt hier dieses Denkmal. Aber nicht nur diese Statue erinnert daran. Der 1977 eröffnete Flughafen trägt auch seinen Namen. Auch der 1905 gegründete Fußballverein von Rhodos und das Stadion in Rhodosstadt ist nach ihm benannt.